Hallo liebe Leute, was geht und willkommen zu dem Video. Das ist nur ein ganz kurzes Infovideo, in dem ich einfach klären möchte, dass unser Discord-Server GEMA-Codes bis Mittwoch erstmal nicht so erreichen ist. Das heißt, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, könnt ihr auf keinen Sprachkanal zugreifen, auf keinen Textkanal, den Support-Chat könnt ihr zwar lesen, weil ich da immer mal wieder Updates reinklatze zu dem Überarbeitungssache hier gerade. Aber ihr könnt da nichts schreiben, ihr habt auch keine Ränge mehr. Das heißt auf gut Deutsch, ihr könnt zurzeit gar nichts wegen Wartungsarbeiten auf dem Discord-Server machen. Die Wartungsarbeiten gehen ran bis Mittwoch. Ich werde das Rängesystem, also Admin, Owner etc. nochmal überarbeiten. Ich werde nochmal schauen, wer alles auf dem Server drauf ist, werde das regeln. Und ich werde vor allem die Text- und Sprachkanäle so regeln, dass man bis auf den Support-Channel wirklich so drauf kommt, wenn man ein Allgemeinrang hat, werde das wirklich durchziehen, allen Channels. Ich werde einstellen, dass der Musikbot nur im Musikchannel geht, dass man in bekommenen Channel nichts reinschreiben kann und so weiter. Also da wird es nochmal eine festere Rangordnung geben, was dies betrifft. Und ich werde ebenfalls schauen, dass einfach die sonstigen Server-Einstellungen passen und dass nicht so viele Sprachkanäle nach und nach dazukommen, die wieder keinen Allgemeinrang haben und so weiter. Es werde auch ein bisschen die Regeln updaten. Und ja, jetzt muss ich ins Telefon. Sehr schön. So, was ist denn geblieben? Ach ja, richtig. Dass der Server einfach grundsätzlich, dass ich das alles updaten werde. Und ein paar Regeln festlegen werde und so weiter, damit das Servererlebnis einmal für alle angenehmer und besser ist. Deshalb bitte ich euch, dass ihr akzeptieren, dass bis Mittwoch auf dem Server nichts läuft. Mittwoch sollte wieder in Betrieb genommen werden. Und dann könnt ihr euch wieder unterhalten. Da wird es auch Gruppen geben, wo ihr euch unterhalten könnt, wenn mal kein Livestream ist oder so. Weil ich auch da mir nochmal was mit Rängen überlegen muss. Aber da wird es dann am Mittwoch, wenn der Server wieder öffnet, einen Livestream geben, wo es live alles Wichtige über den Server erkläre. Weitere Informationen dazu folgen die Tage, siehe Support-Channel auf dem Discord-Server. Das war's jetzt mit dem Video, das sollte einfach nur kurzes Info für euch sein, was Sache ist, was dann der Sache ist von Discord, damit ihr euch nicht wundert, weshalb ihr das halt nicht reinkommt. Ach, und noch eine Sache, die mir gerade einfällt, ich werde auch dieses In-Server reinkommen mit Ranganforderungen auch nochmal bearbeiten. Mal schauen, ob es da einen Bot gibt, der vielleicht nicht sogar automatisch einen Rang erteilt oder sowas. Also, auch da wird es, wie gesagt, Änderungen geben. Siehe das Update dann am Mittwoch. Das war's. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao Leute.